Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Fiesta Online. Ja, jetzt geht natürlich hier wieder weiter in der Folge. In der letzten Folge haben wir die Sylphen fertig bekommen zum Glück. So, Fino A und Fino B sind gerade beide besetzt. Ehrlich gesagt, beide voll. Das heißt, wir müssen ganz normal die Ork-Kapitäne weitermachen, sowie dann einmal nochmal kurz Ramsir farmen und dann gehen wir mal alle Quests ab und gucken, dass wir weiterkommen. Irgendwie auf Level 76 hoffe ich erstmal. Je nachdem, und ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir in die nächste Folge mal so rangehen und versuchen, die Truhe zu machen. Falls wir die erwischen, zufällig. So, ich hoffe, wir sterben hier nicht so schnell weg. Also von daher pull ich die mal zusammen. So, mal sehen. Ein Versuch ist der Wert. Oh, die hauen zu viel. Oh Gott. Gut, also wenn sie mich nicht hier irgendwie einfesseln, werden sie ja doch einfesseln, ist es ja... Dann ist das Ganze okay, aber so ist natürlich viel zu gefährlich für uns. Also mal sehen. Müsste aber eigentlich rein theoretisch klappen alles. Und die 70 Kills muss ich mal gucken, ob ich die nebenbei mitbekomme oder nicht, weil extra kloppen habe ich keinen Bock zu. Aber je nachdem, wie lange die jetzt dauern zu droppen, ja, mache ich die vielleicht doch noch zusätzlich dazu oder nicht. Ich muss es nochmal ja, nachgucken, ob ich das wirklich mache oder nicht mache. So. Also rein theoretisch, wenn wir weglaufen können, ist alles okay. Dann ist das Ganze vollkommen okay. Wir können eigentlich rein theoretisch auch, sagen wir mal, schnell Magie-Explosion machen. Dann wären die eigentlich schon tot, glaube ich. 90 Lebenssteine müssten eigentlich komplett ausreichen, bis die anderen mal gedroppt haben. Also von daher... Und die letzte... Warte mal, ich glaube, die letzte haben wir schon, oder? Genau, die Feder haben wir schon. So, ich glaube, der hier reicht aus, ne? Genau, der reicht völlig aus für die. Da haben wir schon mal eine Rüstung von denen. Gut, dann brauchen wir nur noch die Picktrumpfwachen. So wie 61 Kills. Ja, mal sehen, ob wir die Kills machen oder nicht machen. Außer wenn die jetzt zufällig 61 Kills lang nichts droppt, ne? Dann machen wir sogar... Ja, wobei auch, wenn wir vielleicht nochmal 20 Kills oder so brauchen. Oh. Dann machen wir die auf jeden Fall auch nochmal zu Ende. Gut, da können wir schon laufen zum Glück. Komm schon, lauf mal weg. Sauber. Dann pullen wir die einfach so zusammen. Wie wir sind hier? Hier sind jetzt vier Stück. Wir haben gerade nochmal... wie viele haben wir gerade getötet? Drei oder vier? Ich weiß nicht mehr. Ist schon zu lange her. Okay, gut. Dann haben wir die Lanze. Das heißt, wir machen die nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber wer weiß. Muss ich mal schauen. Weil ich habe hier nicht so viel Bock drauf. Ansonsten Herz, Petron. Ja, gut. Einen Ramsey brauchen wir also nochmal. Gehen wir ja in Uruga ganz chillig farmen. Platz haben wir auch genug. Super. Also von daher, dann können wir ja die ganzen Quests schon mal abgeben und mal sehen, wie viel Prozent wir dann im Endeffekt haben. Ob wir dann wirklich nochmal Level abkommen oder nicht, weil ansonsten muss ich vielleicht Schloss gehen. Falls da eine Gruppe ist, machen wir Schloss. Wenn nicht, dann machen wir halt die Picktrumpfwachen. Ist ja halt leider so, weil wir müssen irgendwie vorankommen. Ne, da muss ich mich halt irgendwie durchquälen. Aber vielleicht sind wir sogar schon Level 76. Das wäre natürlich auch nice. Und dann können wir ja schon in der nächsten Folge weiter questen. Je nachdem, welche Quest. Weil zum Beispiel die schwarzen Inkubus, habe ich schon einmal erzählt. Ne, die können dann ganz schnell weitermachen. Je nachdem, es gibt ja dann noch Folgequests und so weiter von denen. Das wird natürlich dann wieder locker flockig. Genauso wie locker flockig wie diese Musik. Auch schon in die Jahre gekommen. Oder aber scheißegal. Wie alt ist die Jungen? Ungefähr über 7 Jahre schon bestimmt. Oder 6 Jahre. Weiß ich nicht. 7 Jahre bestimmt schon. Hört ja immer noch chillig an. Also das ist jetzt der Remix davon, aber naja. So, Kräuter, Ramsir, komm schon. Super, dann können wir schon abgeben gehen. Und unser Level Up vielleicht genießen. Ich will jetzt nicht voreilig sein, aber kann sein, dass wir es genießen werden. Kann auch nicht sein. So, hier irgendwas abgeben. Genau, wir können schon mal bei der Heilerin was abgeben. Was können wir denn bei dir abgeben? Da. Die 50 Dings da plus die Tränen. 1,23. 1 Million kriegen wir schon mal dazu. Das heißt, wir bräuchten 5 Quests mit jeweils 1 Million abgeben. Mal sehen, ob wir das erreichen oder nicht erreichen. Das interessiert mich jetzt. Böse Geister können wir abgeben. Ja. 77%. Komm schon. So, hier können wir schon mal nichts abgeben. Das heißt, wir können nur noch in Elde alles abgeben. Nur 3 Stück. 3 Stück. Ja, das kann jetzt lustig werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Level abkommen werden. Wenn wir nur noch 3 Stück zur Verfügung haben. Das heißt, eine gibt wie viel?
1,2 plus 1,7, 1,8, 2,9. 2,9 ungefähr. 16, 1 Million würde noch fehlen. Och Mann. Das ist aber doof. Mal hoffen, das ist doch nicht so. Das wäre aber jetzt wirklich sehr, sehr doof, wenn es so wäre. Aber ein Versuch ist ja wert. Abgeben müssen wir ja so oder so und dann kloppen wir halt nochmal die Piktums zu Ende. Müssen wir dann leider dadurch 16%. 1,2 gibt ja ungefähr 7%. Also jetzt haben wir eine 19, dann bräuchten wir 9. Ja. Schade. Ne, 90 haben wir sogar. Oh Mann, oh Mann. So, guck mal, das nehmen wir mal kurz alles raus. Die können wir wegschmeißen. Die können wir einfach mal reinmachen. Die können wir auch einfach reinmachen. Einfach nur YOLO. Die können wir wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ach, das wären 5 Millionen. Ja, nice. Besser für uns. Besser für uns. Viel, viel besser für uns. Also damit hätte ich ja nicht hier. Das habe ich jetzt auf gar keinen Fall erwartet. Wir 5 Millionen dafür bekommen. Aber besser, das ist schön. Na schön. So, und was haben wir denn hier nochmal? Robin, dann Wachennuss. Rumenus und Marty. So, das ist immer zur Wachennuss. Dann fahren wir dann zu Marty. Und dann machen wir mal die alten Sachen, wie die sagen wir schnell nochmal. Dann machen wir in dieser Folge die Schleime sowie die Joker-Cabings. Weil dafür reicht die Zeit auf jeden Fall nochmal aus. Das waren also 5 Millionen und ich mache mir schon so Sorgen, dass wir das vielleicht schaffen werden, aber im Endeffekt haben wir das ja locker flockig geschafft, weil 20% haben wir schon mal. Nice. Also so macht das Spiel auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. So macht es sehr viel Spaß. Egal, wir gehen ja gleich sowieso nach Rumen und da kommen wir. Der Eisigold ist aber, das ist jetzt aber voll die Abzocke. 30 Gold. Die anderen kaufen dafür 35 oder 36 Gold. Ja, auf jeden Fall die handelbaren Amos und so weiter sind jetzt im Shop drin. Und naja, wie soll ich das sagen, wenn man die hier drinnen verkauft in Fiesta, dann macht man einen ordentlichen Minus. Weil die kosten zum Beispiel 5250 Coins, oder Taler eher gesagt, werden umgerechnet ungefähr 5,20 Euro. Und je nachdem wie man das sieht, wären das umgerechnet 5 Gem 20, um auf plus minus 0 zu kommen. Ja, im Endeffekt, wenn du die für 30, 35 Gold verkaufst oder so, ne, dann machst du halt insgesamt 3000 Taler. Und du machst dann halt 2000 Taler Verlust. Das ist ja so eine Sache. Klar, schade, aber für 50 Gold wird das auch zum Beispiel keiner kaufen. Das ist halt immer so eine Sache. So, dann ist dann angenommen. Robin nehmen wir auch nochmal an. Dann machen wir mal wieder die Schleime. Wir leveln uns ein bisschen bei den Schleimen. So, okay, ich helfe dir. Dann muss ich schon mal nachschauen, dass ich dann mit meinem Krieger kurz die Tränke herstelle. Und die mir dann morgen rüberhandle. Ja, moin. Ja, und dann würde ich mal sagen, kloppen wir jetzt mal 50 Schleime. Was für ein Heidenspaß das macht. Wir leveln uns jetzt einfach bei den Schleimen hoch, das ist doch chillig. Wieso war ich denn nicht nur früher so stark wie jetzt? Also so macht Leveln Spaß, muss ich sagen. Außer dass die Erfahrungspunkte leider nicht stimmen mit einem, ja, XP. Da könnten das natürlich mehr sein, aber naja. Ich will mich jetzt auch nicht zu viel beschweren hier, weil die Quest also sowieso schon chillig ist. Wo habe ich sonst die Möglichkeit, Level 1er Schleime zu töten, ne? Ja, nirgendwo. Midnight. 27 haben wir schon mal. Kaufe Licks T5, 2 Gold pro, das ist aber, oh. Scheiße, und ich hab die einmal für alle 400 Silber pro Stück verkauft. Ja, moin. Hätte ich das gewusst, ey. Und ich habe die für 400 Silber verkauft.
Und selbst so ging die schlecht weg. Ja. Naja, was soll's. Dann ist es halt leider so. Die Preise steigen, die Preise fallen. Das ist halt immer so eine Sache. Man kann das ja nie voreinschätzen. Ob die jetzt höher gehen oder runter. Vielleicht kann es auch fake sein, aber das glaube ich ja weniger. Kann ich mir nicht vorstellen, dass einer bei Lix irgendwie... Ja. Rum... Faked oder so. Oder betrügt beim Handeln. Das glaube ich eher weniger. Aber wenn er Geld hat, dann soll er das ja machen. Oh, geheimer Verflug. Ja gut, dann glaube ich, braucht er die doch unbedingt, die Steine. So wie sein Titel da gerade aussah. Da können wir ja nach oben machen, hier rein. Haben wir nur noch 45 davon, okay. Die müssen wir auch nochmal rüber handeln. Die kann ich wegschmeißen alle. Die brauchen wir ja nicht mehr. Super, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Sehr schön. Kann ich auch mal dahin machen. Die kann ich auch mal dorthin machen. Muss mal gucken, wenn ich die mal benutze. Irgendwann mal. So, wir brauchen ja die Joker Cabings, glaube ich. So, na dann, neue Runde, neues Glück bei den Joker Cabings. Mal sehen, ob ich diesmal vielleicht One-Hit bin oder nicht. Also so ist es ja noch schön, ne? Wenn auch so die jetzigen Monster wären, hätte ich nichts dagegen. Aber nein, die müssen ja so stark sein, die müssen mir ja voll viel Damage geben. Haben wir heute wieder was erreicht. Einen wunderbaren Level Up haben wir gemacht. Das ist doch schön. Und mit Level 77 muss ich ja die Klauen machen. Ja. Ist ja so eine Sache, ne? Ja, wenn man mit Droppies und so und dann auf GD Boss, würde ich mal sagen. Das ist dann wieder chillig. Guck mal, die nehme ich auch nochmal mit. Stück noch, dann haben wir es geschafft, endlich. Also irgendwie ist er doch irgendwie langweilig, eintönig, alles mit drum und dran. Hm? Aber 50 Stück, ja. Kann ich, weil ich glaube, wenn ich die zusammenpullen könnte, wäre das natürlich wieder ein bisschen leichter und ein bisschen schöner. Aber die so einzeln zu kloppen ist natürlich langweilig. Vor allem, wenn man gar keine Prozente bekommt, dann erst recht. So, was haben wir hier noch? Nummer 2 da hinten. 44, komm, 45. Ah, ne, war die falsche Weg, egal. Egal, ist mir so spät aufgefallen. 48, 49 und der letzte ist da hinten. So, dann auf zur Rumenportrolle, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Ich bin ein fauler Mensch, tut mir leid, aber naja, was soll's. Ich dachte jetzt so, sei jetzt auch nicht in DC. Dann können wir das ja bei Opa Robin schon mal abgeben. Super, Robins Erinnerung 2 werden die Tränke. Die muss ich dann später mal machen. Federn und Flammensüffel machen wir glaube ich nicht. Ah, hier sind die 75er. Ach so. Guck mal, die können wir mal nebenbei machen, ganz ehrlich, ne? So viel wie ich getötet habe. Egal. Was haben wir hier noch? Ja. Okay, nächste Folge müssen wir wieder weitermachen. So, dann stelle ich mich mal hier hin. Ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, dann gebt leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert auch in den Kommentaren, warum das so ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.